Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir out of ammo gegangen, hat sich nichts dran geändert. Wir gucken jetzt, dass wir den ganzen Kram hier schaffen und Kapitel 11 heute versuchen abzuschließen. Das ist unser Ziel und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Dann let's get started. Ja, hallo? Achso, ich muss es betätigen. Ja, ich bin ein bisschen raus. Neue Aufnahmesession, neuer Tag, neues Glück. In der Hoffnung, dass ich hier jetzt ein bisschen besser abschneide. Hello! Danke! So, 4 Schuss haben wir noch. Dann lass uns doch mal schauen, von wo jetzt die Buddy Boys kommen. Aha. Okay, wenn man das so machen kann. Munition alle? Shit. Ja, jetzt brenne ich wieder. So, einen Schuss hätte ich sogar noch. Für den, ne? Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich noch Munition habe. Da habe ich noch Munition und hier habe ich noch Munition. Ja, dann nehme ich doch den hier. Ja, okay. Also, wir haben eine Taktik. Wir schießen sie alle nacheinander ab, damit sie alle runterfallen. Nice. Und so, jetzt brauche ich oben. Ja, haben wir. Woher? Warte kurz, ganz kurz. Steuerung. Okay. So, den kann ich ausweichen. Die sind mir egal. Wenn jetzt uns nicht noch irgendwas Böses erwartet, dürfen wir die Scheiße gerockt haben. Nice. So, bitte jetzt kein Bossfight. Bitte kein fucking Bossfight. Weil darauf hätte ich jetzt echt gar keine Lust, war. Jetzt ein Bossfight mit Out of Ammo. That is not the way I want to play. Das ist doch für die dicke Magnum, oder? Für die Kaliber? Munition. Also wie gesagt, ich hoffe echt ernsthaft, dass wir hier nix Bossfight, nix. Wenn doch, haben wir eine ganz große Problem. Also wir haben jetzt schon eigentlich ein großes Problem, weil wir haben eben, wie gesagt, keine Munition. Ne? Sich immer anstellen, leider. Okay, auf jeden Fall mal hier ins Safe Point. Das gefällt mir nicht, dass sich da die Physics ändert. Die Graphics. Weil das heißt immer nichts Gutes. Das heißt, hier kommt der gleiche Assassine. I don't hope so. Beziehungsweise, warte mal, wir sind doch mit dem Assassine auf irgendeine Art und Weise verbunden. Bin ich der Meinung. Also, war ja letztes Mal irgendwie so der Fall. A safe room! Ey, jetzt sag mir wirklich nicht, dass das jetzt der tricky Part war, den wir überleben hätten müssen. Damit wir hier den Safe Room hinkriegen. Aber so sieht's erstmal aus. So, dann gucken wir uns erstmal oder hören wir uns mal ganz kurz an, was wir hier so auf dem Toneband haben. Ich kann dieses Licht, diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm von hier aus überall sehen. Es scheint alles zu durchdringen. Auch mich. Die Klinik entspringt nicht meiner Erinnerung und dennoch ist sie realer als alles, was ich hier erschaffen habe.
war sie immer da. Das Licht verändert die Dinge. Es ruft, es drängt zurück. Es zieht die anderen an. Sie denken, sie erreichen die Quelle, erlangen zurück, was sie verloren haben. Doch sie wissen nicht einmal, was das ist. Aha, da geht's wieder um den wunderbaren Leuchtturm, den wir ganz am Anfang hatten in der, ich weiß gar nicht, ersten, zweiten, dritten Folge. Irgendwo da. Hier ist auf jeden Fall Save Point. Da gehen wir jetzt auch erstmal hin und saven. Wir saven uns den Ash ab. Beziehungsweise hier haben wir nochmal vorher ein Dokument, ein Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber sie ist so leicht. Aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertrinken. That's not a good idea. Niemals irgendwie Probleme mit Alkohol oder sonstigen Sachen versuchen zu vergessen. Scheiß Idee. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet. Aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint. Oder dass ihre Vermutung, dass Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnten. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Kann man nachvollziehen. So, das heißt, wir gehen jetzt saven, unsere Stats verbessern und sehen uns gleich an diesem Point wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben gespeichert und unsere Stats verbessert, beziehungsweise wir haben zu wenig geglibbert, deswegen haben wir unsere Stats eigentlich nicht verbessert. Deswegen gibt es da eigentlich auch gar nicht irgendwas Neues zu erzählen dazu. Also, ich hoffe jetzt mal, dass wir hier noch irgendwie sowas wie Munition finden. Sowas zum Beispiel. Um einfach mal besser dazustehen. Kidman? What? Wir haben Kidman. Aber mir wären jetzt wichtiger einfach so ein bisschen Munition. Ja, ich habe von fast allen jetzt nur 3 Schuss oder 1 Schuss. Ja, da fühle ich mich jetzt, sagen wir mal so, nicht ganz so sicher. Ah, Kidman! Wird verfolgt von 3 Dingern. Oh, ein bisschen mehr als 3 Dinger. Ich muss schnellstens darüber. Ja, wir müssen Kidman helfen. So, damit habe ich schon mal den Einschuss verbraten. Nice. Wie komme ich jetzt auf den? Ja, ist klar. Okay. Also wir haben hier unten unseren Fischkopf. Fisch irgendwas. Ich hoffe mal, das geht so klar. Ich hoffe, dass Kidman da noch ein bisschen überlebt. I hope so. Ey, jetzt sag mir nicht, dass der mir gefolgt ist. Ja, moin, da ist er. Da hast du erstmal ein bisschen Happy, Freundchen. Da oben, oder? Ist doch... Low. Kidman, halt durch! Hilfe, da sind zu viele! Ja, warte. I'm coming to you. I'm coming. Fuck, Alter. Komm ich jetzt da hin? So, wo ist denn jetzt der Typ? Okay, komm. Und so, jetzt versterben wir jetzt einfach. Jo. Und wir werden so drauf gehen. Alter, was ist das denn? Okay. Hi, hab'n Huhaha, sag ich dazu nur. Guck mal her hier. So.
So, er ist jetzt darauf gehauen. Richtig? Richtig! Fuck! Kommst du jetzt nochmal hierher? Du wirst ja schon nachgeladen. Du kriegst jetzt Ihmchen hier zum Essen. Ja, ich sehe jetzt das Problem, ich will eigentlich da drüben hin. Eigentlich. Ich mach's jetzt einfach. Hier so Zwischenbunker. Nice. Nice, das hat hingehauen. Kann ich den eigentlich hier irgendwie dahin bleiben? Alter, das war eine knappe Geschichte. That was close. Dann habe ich jetzt aber auch gleich null Munition, ne? That is not the way I wanted to play. Okay. Knappe Nummer. Knappe Nummer, knappe Nummer, knappe Nummer. Hier eigentlich nichts. Oh! Oh! Oh oh! Kidman! Kidman? Lass mich doch rein! Okay, 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 okay. Euch irgendwie da reinbeben? Nee. Vielleicht. Mich in Ruhe. Nein, er stirbt doch noch dabei. Ich habe an die Schrotflinte nicht mehr gedacht. Ich habe ja noch die Schrotti. Das war Ziel. Das war the way to go. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht klar. Komm mal her hier. Nein, lass mich doch in Ruhe. Okay. Maybe ich hab alle. Ich glaube, ich hab alle. Ich hoffe. Okay. Wo geht's weiter? Kidman, ich bin's. Kidman, mal auf. Lol. Oder komm rein. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das für später. Da sind bestimmt noch mehr. Pass auf! Thank you.
Okay. Nice. Aber jetzt haben wir Kidman. Kidman kann uns munitionstechnisch, glaube ich, den Arsch retten. Alt Grenade. Okay, Kidman, komm mit. Komm hoch. Nein! Hallo Kidman, kommst du mal mit? Brenn die Leiche. So, jetzt bin ich wieder ähnlich out of, oh, fast out of ammo. Nice. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche. Du warst bei der Kirche? Ja. Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Krass. Joseph ist, Geschichte. Glaube ich. Und Leslie? Ja, der Arme, der wurde ein bisschen malträtiert mit irgendwelchen Experimenten. Nicht wirklich geil. Muss man ganz klar sagen. Und der Assassine ist ja der, na hier, der Typ hier, der Experimententyp, der hier Frankensteins Monster erschaffen hat. Oh, wie sieht das denn hier aus? Und ja, irgendwie sind wir ja mit dem verschmolzen, aber ich raff noch nicht so ganz, was dahinter steckt. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Du hast es doch auch, Freundchen. Das verheimlichst du dir wieder, oder? Dass du auch die Probleme da hast. Ähnlich wie Joseph. Das ist den gleichen Scheiß, Alter. Aber gut, willst du nicht drüber reden, ne? Ist doch prädestiniert dazu. Sich hier hinter noch was? Ich weiß nicht, dass man dahinter noch was versteckt. Wir müssen Geglibber kaufen. Geglibber ist, wir brauchen Geglibber, um uns besser aufstellen zu können. Gegenüber ein paar Fights. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Weil die Einzige, die es gerafft hat, ist diese Kidman, ne? Kann das sein? Also hier Ole Joseph, beziehungsweise Ole Sebastian hier, der ist ja auch, ein bisschen hängen geblieben, was das angeht. Und Ole Kidman das ist auf, eigentlich... Das auf! Leslie? Leslie, hm? Bist du es? Leslie! Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey!
Wesley? Also im Endeffekt bringt er sich doch selber in Gefahr. Warum ist er denn nicht einfach da geblieben? Ja, ganz ehrlich, er ist ja eine Gefahr für sich und für alle anderen. Also selbst für die Kidmen. Aber nein. Wir gehen jetzt natürlich wieder raus, suchen Leslie, der sowieso ein bisschen... ein bisschen suspekt ist, was das Ganze angeht. Aber da, warum? Warum lernen wir denn aus Fehlern? Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Dann haben wir noch diesen Rubik, den experimentierfreudigen Doktore, oder der irgendwie aus eigenen Experimenten irgendwie versucht hat, da Sachen zu machen. Jetzt sind wir hier schon wieder in so einem dummen Gas, wo wir wahrscheinlich nicht lange überleben. Wo wir jetzt hier wieder ein Rätsel lösen müssen. Okay. Hallo. Da ist auf jeden Fall ein Monster. Wo ist er denn? Da ist er. Nein, du lässt mich in Ruhe. Bravo, Boy. Kann ich jetzt hier eigentlich rüberklettern? Nein. Warum auch? Ich musste natürlich nach ganz hier unten. Und er wird natürlich jetzt hier nicht rüberkommen, wa? Es ist, Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Ach, hier ist die Karte. Ja, Schlüsselkarte, geil. Da will ich mich doch. No, 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 no. Okay. Also wenn das jetzt das Hide-and-Seek-Spiel war... Ich will mich verstecken, Alter. Ich will mich hier verstecken, Alter. Ich will zur Karte. Da will ich hin. Nice. Also wenn der Schwierigkeitsgrad so bleibt, und nein, ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht runtergestellt, ist immer noch so geblieben, wie wir ihn vorhin auch hatten, auch wenn ich teilweise frustriere, oder frustriert bin, wenn ich nicht weiterkomme. Wieso lebt er denn noch? Joseph. What? Ja, lass mich raten, da unten ist wieder, ach ja, Endgegner. Gut. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir haben quasi unser Out of Ammo überstanden. Wir haben Nicole Kidman wieder gefunden. Wir haben jetzt herausgefunden, dass wir uns selbst verwandeln anscheinend. Wir haben Joseph gerade wieder gesehen. Und Leslie schwirrt auch noch hier irgendwo rum. Ja, wir werden uns nächste Woche mal anschauen, was ihr uns hier unten so erwartet. Sieht ein bisschen aus wie Endboss-Szenario mal wieder. Ich hoffe nicht, weil wir haben keine Munition, immer noch nicht so richtig und ja, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem dennoch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst gerne ein Abo da und bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Just turns itself.